Hallo und herzlich willkommen. Ich bin die Lina und ich zeige dir heute ein leckeres Gemüse-Flammkuchen-Rezept. Der Flammkuchen zeichnet sich ja dadurch aus, dass der Teig besonders dünn und knusprig ist. Und ich zeige dir, wie man das super auch zu Hause hinbekommen kann. Bleib also dran und viel Spaß mit dem Video. Für den Hefeteig benötigen wir erst einmal warmes Wasser. Da kommt dann ein bisschen Zucker hinein. Und dann brösele ich Hefe rein. Das ist ja etwas weniger als ein halber Würfel. So. Die Bröckchen kommen auch noch rein. Und dann wird das alles so weit verrührt, dass sich die Hefe aufgelöst hat. Dann habe ich hier Weizenmehl. Das ist normales Standardweizenmehl. Hier kommt dann Salz hinein. Und es wird erstmal mit dem Mehl verrührt. Dann mache ich hier so eine Kuhle. Gieße dann das Hefewasser rein. Einen Schuss Olivenöl. Und jetzt wird das erst einmal mit dem Handrührgerät verrührt und dann knete ich mit den Händen weiter. So, wenn der Teig sich dann richtig schön verbunden hat, kann ich etwas mit den Händen weiter kneten. Der Teig soll schön elastisch sein, aber nicht an den Händen kleben. So, ich habe den Teig jetzt ca. 5 Minuten geknetet. Er kommt jetzt wieder zurück in die Schüssel. Ich decke ihn ab und lasse ihn dann ca. 1 bis 2 Stunden aufgehen. So sieht der Teig aus, nachdem er genug Zeit hatte, sich zu vergrößern, aufzugehen. Ich lege ihn auf eine bemehlte Arbeitsplatte und knete ihn so noch ein bisschen durch und teile ihn dann in 3 Teile. So bekomme ich 3 Flammkuchen, die auf die Größe eines Backblechs ausgerollt werden. Du kannst auch mehr Teile machen, also 4 oder 5, und die Flammkuchen dann halt rund ausrollen. Das geht natürlich auch. Also die Teigkugeln lege ich auf etwas Mehl und decke sie mit einer Folie ab. Dann können sie ja noch etwas ruhen. Und dann kümmere ich mich um das Gemüse. Ich habe hier Zwiebeln und Knoblauch, Champignons, Paprika und eine halbe Zucchini. Die Zucchini halbiere ich erstmal und schneide dann ganz dünne Scheiben. Die Paprika wird dann in mittelgroße Würfel aufgeschnitten. Die Champignons schneide ich in dünne Scheiben. Die Zwiebel schneide ich in Halbringe. Ich habe hier jetzt in der Schüssel das ganze Gemüse außer den Zwiebeln und das Gemüse würze ich jetzt mit Pfeffer, mit Salz mit Chiliflocken oder Chilipulver. Hier habe ich Oregano. Und hier ist Basilikum.
Also alles nach Geschmack. Man kann auch andere Gewürze nehmen, wenn man möchte. Dann drücke ich jetzt noch die Knoblauchzehe hinein. Dann kommt noch ein Schuss Olivenöl dazu. Ich rühre das Ganze um und lasse das so für ca. 10 Minuten stehen, bis dann eben der Teig ausgerollt ist und so weiter. Dann zieht es auch alles schön durch. Dann nehme ich einen Becher Schmand und mische ihn mit einem Becher Crème Fraîche. Dann wird das Ganze gesalzen und gepfeffert. So, jetzt ist alles vorbereitet und nun kann ich auch den ersten Flammkuchen ausrollen. Ich rolle ihn ganz, ganz dünn aus und der wird die Größe eines Backblechs haben. Dann kommt der Teig aufs Backblech. Backpapier ist da auch nicht nötig, das klebt nämlich gar nicht. Dann kommen da 4 Esslöffel von unserer Schmand-Crème Fraîche-Mischung dazu und werden gleichmäßig verteilt. Jetzt verteile ich noch das gewürzte Gemüse noch gleichmäßig. Also ich teile es halt eben so auf, dass ich auf jeden Flammkuchen, sind ja 3 Stück, dann ungefähr gleich viel Gemüse drauf habe. Wenn das Gemüse drauf ist, kommen dann noch die Zwiebeln oben drüber. Und dann kann der Flammkuchen auch schon ausgebacken werden. Wichtig dabei ist, dass der Backofen schon so circa 10 Minuten vorher auf 250 Grad vorgeheizt wird. Und dann kommt der Flammkuchen auf die unterste Schiene am besten, denn dann kommt die Hitze von unten und er wird unten schön knusprig. Und ja, dann backt er so vor sich hin, circa 15 Minuten. Und dann, tada, kommt er aus dem Ofen und riecht ganz wunderbar und ist super knusprig. Hört mal her! Wenn dir mein Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du einmal unter dem Video auf Like klicken würdest. Und wenn du am besten auch meinen Kanal abonnierst, dann verpasst du kein neues Video mehr von mir. Also dann, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, schöne Zeit. Tschüss.